Hallo zusammen, hier Esther. In Thailand gibt es viele verschiedene Arten von Curryfarben und Geschmäcken. Grün, Rot, keine Farben, manchmal mit Kokosmilch, manchmal ohne. Und weißt du, es gibt sogar auch gelbes Curry aus Thai, Gangneung. Oder viele Leute sagen auch Gangsam. In diesem Video zeige ich dir zuerst, wie man die authentischen Suppenpaste macht. Und dann kochen wir das saure gelbe Curry mit Fisch und grüne Papaya. Okay, fangen wir an. Wir brauchen diese Zutaten. Okay, schau mal hier. Hier, das für Suppenpaste. Salz, Garnelenpaste, Zitronengras, Fischen, Kurkuma, rote Chili, Knoblauch, chinesisch Ingwer, also Fingerwurst und Wolfsbarschfilet. Und hier für die Gangsam-Suppe auch Wolfsbarschfilet. Baumzucker, also wenn du hast keinen Baumzucker, nimmst du normale Zucker, ist auch okay. Fischsauce, saure Tamarindensaft, Limetten, grüne Papaya und Wasser. Okay, fangen wir an. Zuerst dämpfen wir den Fisch. Okay, ich habe schon Wasser dazu gegeben. Okay. Ja, hohe Hitze. Okay, warten, bis das Wasser kocht. Okay. Dann den Fisch dazu geben. Das ist halben Fischfilet. Okay, dazu geben. Okay. In der gewissen Zeit schneiden wir die Kräuter und dann stampfen wir die Currypaste. Okay, Zitronengras schneiden. Ja, gleich schneiden. Aber nichts zu perfekt. Okay, dann Fingerwurst. Schau mal hier, zuerst schneide du das weg. Ist nicht so schön. Hier auch. Und dann auch gleich schneiden. Ungefähr so. Knoblauch. Ja, auch gleich schneiden. Okay. Fischen, Kurkuma schälen. Aber nicht so tief, gell? Und dann auch gleich schneiden. Ungefähr so. Okay, alles vorbereitet. Dann können wir stampfen. Okay, zuerst Zitronengras und Fingerwurst dazugeben. Okay. Und Salz dazu geben. Okay, und dann stampfen. Ungefähr so. Dann die Chili, Knoblauch und Fischenkurkuma dazu geben. Und zusammen nochmal stampfen. Okay, ungefähr so. Dann Garnelenpaste dazugeben. Noch einmal stampfen. Okay, schauen wir mal, ob der Fisch schon fertig ist. Ja, und dann die Haut wegmachen. Ja, wir brauchen nur Fleisch. Das so. Bisschen heiß. Noch. Ich brauche noch einen Löffel.
Okay, dann in den Mörser. Dazu geben. Okay, und noch einmal zusammen stampfen. Okay. Jetzt schneiden wir die Zutaten für unser Gangsam. Ja, zuerst Papaya schälen. So, weg. Okay, ich denke, habe ist schon genug. Dann schneiden, ich brauche hier nur habe. Okay, und dann waschen. Okay, ich habe schon gewaschen. Und dann schneiden wir ungefähr Mohnstücke. So, fertig habe. Dann schneiden wir ungefähr Mohngerichte Stücke. So, ungefähr so. Dann nehmen schneide du das ungefähr 3 Stücken. Und die Kerne weg. Und dann sehr drücken. Mach das so. Okay, jetzt Fisch schneiden. Schneidest du ungefähr 3 cm Stücken. So. Mhm. Okay, jetzt haben wir schon alles. Dann können wir unser saures gelbes Curry kochen. Okay, so nur Hitze, Wasser dazu geben, und dann warten, bis das Wasser kocht, ungefähr so. Dann die Currypaste dazu geben. Verrühren. Und dann warten noch ungefähr 5 Minuten, bis das Wasser kocht und die Currypaste gar ist. Ja, ist schon 5 Minuten. Jetzt würzen wir mit Palmzucker. Dann Pizzasauce und Tamarindensaft. Und dann verrühren. Okay, dann grüne Papaya dazu. Okay. Und warten, bis die Papaya gar ist. Ungefähr so. Dann den Fisch dazu geben. Wichtig, nicht verrühren, weil sonst es gibt
einen starken Fischgeschmack, aber du kannst ein bisschen drücken. So. Okay. Und die Hitze ein bisschen runter. So. Und warten wir, bis der Fisch gar ist. Fertig, ausschalten. Okay, und als letzten Limettensaft. Ja, warum machst du das am Ende? Weil, ja, wenn sie noch kocht, die Limettensaft macht die Suppe, ja, bitter. Mhm. Aber jetzt, ja, sie schön aromatisch von Limetten und schön sauber. Okay, ich denke ungefähr ein Esslöffel ist genug. Okay, und dann dazu geben. Okay, und dann ein bisschen verrühren. Aber musst du auch vorsichtig mit dem Fleischstücken. So. Vorsicht, gell? Mhm. Ja, ein bisschen kaputt ist okay, kein Problem. Okay, ungefähr so. Fertig! Okay, da haben wir eins der spannendsten Thai-Curry-Gerichte. Und bevor ich es probiere, eine kleine Anmerkung. Also das ist die originale südthailändische Version vom sauren gelben Curry. Und ja, man findet das Gericht auch in Bangkok und anderswo in Zentralthailand. Aber da ist es eher als Gang Leang bekannt. Also Gang für Curry und Leang für Gelb. Und das ist meistens dann auch ein bisschen süßlich sogar und nicht ganz so intensiv. Also ich bevorzuge auf jeden Fall das südthailändische Gang Song. Und Song heißt in dem Fall sauer. Ja, und man sieht sofort den unverwechselbaren Farbton der Brühe. Oh ja. Das ist unglaublich gut. Man schmeckt als erstes ja sofort die Säure von all den Limetten und auch von den Tamarinden raus. Und jetzt wird auch die Chilis, die werden jetzt auch schön dominanter mit der Zeit. Und dazu ja die knackige Papaya und der saftige Fisch. Traumhaft. Okay, Gang Som isst man am besten zusammen mit Reis. Und was auch super dazu passt, ist ein Omelette. Einfach ein Stück abtrennen mit dem Reis und die Currysuppe obendrauf. Okay. Ja, also das Omelette, das rundet das alles richtig, ja, wunderbar ab. Es ist wie, man bekommt durch den milden und leicht öligen Geschmack vom Omelette richtig Appetit auf den nächsten Bissen von der Gang Som Suppe. Ja, also einfach perfekte Kombination und ja, das Gang Som, das könnte ich jeden Tag essen. Okay, ja, ich denke, das saure gelbe Curry, es schmeckt am besten mit Fisch, aber du kannst auch garnieren nehmen, ist auch lecker. Und für das Gemüse kannst du anstatt Papaya auch Bambussprossen oder Kokossprossen nehmen. Das schmeckt auch sehr gut, weil sie sind ein bisschen knackig. Also viel Spaß beim Kochen und guten Appetit. Tschüss!